Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wie jedes Wochenende auf den verschiedensten Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs und grüßen heute von der Ostermalle-Party im MEC in Braunschweig und sprechen darüber, ist man für Sex grundsätzlich käuflich? Was würde man die Stunde nehmen? Oder hat man sogar selber schon mal Geld in die Hand genommen, um jemanden für Sex zu bezahlen? Ihr seht, das Niveau hält sich heute ein bisschen in den Grenzen. Wir legen jetzt los. Euch ganz viel Spaß bei dem Video. Auf geht's. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Was hast du denn auf dem Kopf? Einen dicken Penis. Hast du das öfter? Nein. Wie kann denn einer so wie du Single sein? Das weiß ich auch nicht. Ja, du bist doch trinkfest, gut aussehend, wie du. Und gut bestückt wahrscheinlich auch noch. Na klar. Wenn man in der Theorie käuflich für Sex wäre, ja, was würde man in der Stunde nehmen? 80 Euro. Wunderbar. Ja. Und was würdest du für deinen Mann bezahlen? 180. Was würdest du pro Stunde nehmen? Pro Stunde? Ja. Ein Fuchs? Wunderbar. Wenn du käuflich für Sex wärst, ja, was würdest du die Stunde nehmen? 30 pro Stunde. 30 Euro. Das ist ja billig eigentlich, ne? Ja, man muss ja auch bissig halten. Hast du einen Freund? Oh. Vielleicht. Ja, am Wochenende nicht? Doch. Da schon. Ja. Und in der Woche? Auch. Auch. Okay. Kompliziert. Hast du schon mal für Sex bezahlt? Leider nicht. Aber wäre mal eine Erfahrung wert. Wenn wir uns in der Theorie vorstellen, dass man käuflich für Sex wäre, was würde man die Stunde nehmen? Das ist eine geile Frage. Pro Stunde für Sex. Was ich nehmen würde? Oh. 50, 60 Euro die Stunde locker. 50. Ja, 50, 60 die Stunde locker. Aber wir müssen jetzt uns auf den Kurs einigen. Eine Stunde. 500. 500, ja. 500 Euro. Ja. Cash auf die Kralle. Ja. Ja. Was wäre da inbegriffen? Alles mit drin, oder? Alle. Also, außer asozial, weißt du? Also hier, ja, ein bisschen Arsch rumspielen und so. Nee, das geht nicht. Nee. Das willst du nicht. Hast du selber schon mal jemals für Sex bezahlt? Ja. Endlich mal ein Mann, der... Hab ich schon, ja klar. Endlich mal ein Mann, der ehrlich ist. Immer. Klar. Was hast du da bezahlt? Was hast du da hingelegt? Das war in Aachen. Also einmal in Aachen, einmal in Braunschweig. Also hier in Braunschweig habe ich 50 Euro für... in Braunschweig war zwei Stellungen. Und in Aachen war für 50 Euro waren es ja, eine Stunde. Ja, okay. Aber ich war schneller. Nee, wolltest du mich gerade küssen? Hä? Nein, ich wollte dir meine Pizza anbieten. Ah. Aber du hast gesagt nein. 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 Ich hab schon gegessen. Du hast schon gegessen, und okay. Ich muss auf meine Figur achten. Was gab's denn heute? Bratwurst. Echt? Ja, hier oben. Suppe, ach so. Ja. Ich hatte so bei der Familie mit Kartoffelbrei und Soße. Aber nee. 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 Aber bei dir gab es ja scheinbar auch noch nicht so viel, wenn du dir jetzt hier noch Pizza reinballerst. Aber ich gehöre zu dem Junggesellenabschied. Ach so. Genau die vorher hier stand. Sehr gut. Hör mal zu. Ja. Genießt du dein Single-Leben aktuell? Jo, ist angenehm. Kein Stress, ne? Jede Woche eine andere? Nee, das jetzt nicht, ne? Was würdest du in der Stunde für Sex nehmen, wenn du käuflich wärst? Wow. So, sagen wir 80 Euro. Ich hab zwei Ketten. Kriegst du. Du kriegst die blaue. Danke. Jetzt. Jetzt siehst du doch viel, viel besser aus. Wenn du käuflich für Sex wärst, was würdest du in der Stunde nehmen? In der Stunde jetzt? Ja, trinken, ne? Trinken. Einfach ein Bier. Einfach Bier. Das reicht dir schon. Wodka Lemon. Alles mit drin in den 80 Euro? Bei 80 Euro, ja. Was würdest du pro Stunde nehmen? Pro Stunde. 100. 100. Wer in den 100 dann schon alles mit drin? Blasen auf jeden Fall. Brauchst du noch eine Begleitung bei der Hochzeit? Nee, da gehe ich auch alleine hin. Da habe ich gar kein Problem mit. Sonst wollt ihr mich anbieten. Kommst du mit? Klar. Im Juni. Gehen wir zusammen. 8. Juni. Ja, gehen wir zusammen? Ja, ja klar. Wir, wenn ich.
Hast du schon Anzug? Ja. Ja? Ja, klar. Aber Kleid habe ich noch nicht. Aber kriege ich bis dahin. Hast du selber schon mal für Sex bezahlt? Nee. Würdest du machen? Nee. Das ist Quatsch. Man kann ja bei diversen Wohnwagen anhalten. Ja, richtig, aber finde ich Quatsch. So, pass auf, jetzt eigentliche Frage. Ja. Wenn du in der Theorie käuflich für Sex wärst, was würdest du in der Stunde nehmen? Also, du meinst ja, also, ich muss das immer kurz nachfragen. Wenn ich jetzt eine Stunde Sex hätte, was ich dafür vom Geld her nehmen würde? Richtig. Eine Stunde sind 60 Minuten. Würde ich prinzipiell das Doppelte nehmen, also 120. 120 Euro? Ja. Aber da dann das auch das volle Programm? Ja. Haben wir einen Deal? Wir haben einen Deal. Bist du Augsburg-Fan? Ja, klar. Und Orte. Und Dortmund? Ja. Sauber. Ja, Dortmund hat noch irgendwen? Auch. Nee. Braunschweig? Nee. Hannover? Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Bist du auch untenrum ein bisschen erregt gerade? Ja, ein bisschen schon, Digga. Gut, aber du kommst aus Braunschweig? Ja, so ungefähr. Und bist Augsburg-Fan, ey. Was ist denn da los? Ja, man muss ja mal aus der Reihe tanzen. Ja, dann machst du das gerne. Hannover ist ja scheiße. Hannover ist scheiße? Ja. Bist du Hannover-Fan? Ja, nee, das nicht, aber ich komme aus Hannover. Ah, ja, okay. Mein Beileid. Bin Dynamo-Dresden-Fan. Oh, ist okay. Sehr gut. Was würdest du in einer Stunde nehmen? Boah, wenn eine Schöne kommt, weniger. Wenn eine nicht so Schöne kommt, mehr. Aber sie ist Single. Sie ist Single, ja, mit dann. Wunderbar. 250 Euro. 250 Euro pro Stunde. Ja. Aber da ist dann alles dabei. Ja, ja. Auf jeden. Hast du selber schon mal für Sex bezahlt? Für Sex jetzt nicht. Was würdest du pro Stunde nehmen? Oh. Ein Fuffi. Fuffi. Aber da ist dann alles dabei? Ja, alles. Wunderbar. Was würdest du die Stunde nehmen? Wenn meine Freundin bezahlt, null. Und wenn jemand Hässliches bezahlen müsste? Dann gar nicht. Du würdest 200 die Stunde nehmen? Ja. Und da wäre alles dabei? Nee, mit allem. Mit allem? Mit allem? 500. 500. Was würdest du für deine Freundin bezahlen, wenn du jedes Mal bezahlen müsstest? Alles, was ich auf dem Konto habe. Und noch mehr. Was hast du auf dem Konto? Über Geld redet man nicht. Ich habe Megapack tätowiert. Megapack-Koordinaten. Herr Mega. Megapack-Koordinaten. Na, was trinkst du denn da? Keine Ahnung. Das ist irgendwas mit Sangria. Irgendwas mit Sangria. Sangria mit Schiss. Mit Schuss, das soll ich sagen. Wann lässt du dir Herzog TV tätowieren? Immer auf Malle, mach ich alles. Ja? Letztes Jahr war ich 7 Mal da. Wenn du in der Theorie käuflich für Sex wärst, was würdest du in der Stunde nehmen? Ich hab einen Freund. Bist du das erste Mal jetzt im Fernsehen? Ja, sehr cool. Ja, ne? Ja. Bei welchem TV-Format würdest du so mitmachen? Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars. Bewerbung läuft. Temptation Island. Nein. Bachelor. Obwohl, kommt drauf an. Bachelor, nein, ich hab Freund. Ich will jetzt nämlich noch mal ganz kurz von dir wissen, ob du einen Freund hast. Naja. Nur Mittelding. Was ist denn Mittelding? Ja, weiß ich auch nicht. Freundschaft plus on-off. Ja, ja. Okay. Würdest du gerne mehr wollen? Nee, nur Schere. Wenn du den nicht hättest, was würdest du in der Stunde nehmen? Keine Ahnung. Wir haben hier gerade jemanden gehabt, der würde 120 Euro nehmen. Ach so, du redest von Geld. Ja, was denn sonst? Ja, schon ein bisschen mehr. Eine Million. Eine Million? Junge, ich mach's reinfallen. Ja, ich bin geil. Keine Ahnung. Aber du bist 17, du darfst das auch nicht gar nicht sagen. Keine Ahnung, 300 Euro oder so? 300 Euro. 250, keine Ahnung. Ja, okay. Meinst du, dein Freund würde das für dich bezahlen? Nee, ich glaube nicht, der steht da auch. Wenn du in der Theorie käuflich für Sex wärst, was würdest du in einer Stunde nehmen? Was würde ich nehmen? Was du nehmen würdest? Gar nichts. Gar nichts? Du bist umsonst? Weil ich einen Freund habe. Wenn du käuflich für Sex wärst, was würdest du pro Stunde nehmen?
gar nichts. Du bist umsonst. Ich bin nicht käuflich. Wir haben ja gerade deine Freundin interviewt. Ja, habe ich auch bemerkt. Genau. Und was würdest du für sie bezahlen, wenn du für sie Sex bezahlen müsstest? Also, was würdest du für sie bezahlen? Puh, mit dem Können, was sie hat, ungefähr 2000 Euro. Also, alles, was sie drauf hat, das ist klar. Aber wenn der bei dir bezahlen müsste, was müsste er hinlegen? Milliarden! Ja, okay. Oh yeah. Da ist jemand sehr teuer. Ja! Was würdest du nehmen? Ja, 300, 100. 300. Ungefähr so, na. Ja. Also, bist ein bisschen teurer als deine Freundin. Ja. Wenn du in der Theorie käuflich für Sex wärst, was würdest du pro Stunde nehmen? Gar nichts, weil es dazu gar nicht kommen würde. Okay. Er sieht aus wie du. Guck ihn mal an. Er sieht aus wie ich. Also dein Kumpel hat gesagt, wir haben beide eine gewisse Ähnlichkeit. Würde ich widersprechen, weil dann wärst du schön. Ja, die Leute zu Hause können ja jetzt einfach mal entscheiden. Ist das live? Das, nein, jetzt nicht live, aber die können dann entscheiden. Ja, okay. Ne? Ja. Aber, warte mal. Stabil. 1 bis 10. Du darfst lächeln auch. Warte, lächeln. Okay, warte. Aber jetzt so. Muss ich auch einmal das Mikro halten. Weil das würde täuschen. Ja. Bin gespannt. Wird wahrscheinlich sehr unangenehm, die Wahl. Ja, wahrscheinlich. Was würdest du für Sex in einer Stunde nehmen? Also ich jetzt als Mann oder als Frau? Nee, du als Mann oder bist du eine Frau? Nee, aber man kann das ja, du kannst dich auch dann als Frau sehen und dann ich als Mann. Aus deiner Sicht. Also 2000 müsste schon sein. Wenn du für Sex bezahlt werden müsstest, was würdest du nehmen die Stunde? Kommt auf den Partner drauf an. Ja. Ich glaube, ich würde so einen dynamischen Preis machen. Ja. Wenn sie auch hübsch ist, dann würde ich mit dem Preis runtergehen. Wenn sie nicht meinem Typ entsprechen würde, würde ich sagen, ja, mindestens 250 Euro die Stunde. 2000 die Stunde? Ja. Du bist hier fast der Teuerste heute Abend. Ja, ich weiß. Kannst du das besonders gut? Ich sehe auch gut aus. Natürlich. 250 Euro, aber all inclusive, ja? Da ist dann alles dabei. Ja, schon. Hast du einen Freund? Ja. Wie lange schon? So 6 Jahre. Über 6 Jahre. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 23. Oh, die erste große Liebe. Klar. Und hält heute noch? Auf jeden Fall. Oh, da bin ich. Hast du schon mal jemals für Sex bezahlt? Nein. Nein. Würdest du auch nicht machen? Ich glaube nein, nee. Aber sicher bist du dir nicht. Also so ein Table Dance oder sowas, ja, aber für Sex nein. Was man für Sex die Stunde nehmen würde, wenn man käuflich wäre? Ich bin nicht käuflich. Du bist nicht käuflich. Nee. Was würdest du pro Stunde nehmen? Also ich habe ein Riesenrohr, okay? Das heißt, ich würde erstmal sagen, also kommt ja drauf an, wenn du auf der Party bist, dann sagst du, okay, gib mir eine Mische und dann kriegen wir das alles geregelt, ja? Ich muss jetzt von dir wissen, was du pro Stunde nehmen würdest. Boah, schwierig. Boah, 100er? Ein 100er. Na klar, aber in den 100er wäre auch alles mit dabei. Nee, nein! Was würdest du pro Stunde nehmen? Boah. Ja. Das ist schwer. Wir wollen einen Kurs. 50. 50 Euro. Ja. Ist in Ordnung. Wie man es kennt, Blowjob ist ja schon Fuffi, ne? Also wenn deine Freundin jetzt morgen ankommen würde und würde sagen, Schatzi, ab morgen musst du für mich bezahlen. Was machst du dann? Dann ja. Nee, da habe ich Pech. Also bezahlst du nicht? Nee. Ja. Aber ich sag mal, wenn jetzt so auf einer Party eine etwas hässlichere kommt und die will dich flachlegen, was müsste sie finanziell auf den Tisch legen? Naja, wenn sie mich flachlegen will, dann will ich gar nichts haben. So, das war's von der Ostermalle-Party in Braunschweig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und schaut in der Zwischenzeit gerne auch mal auf dem Zweitkanal Herzog TV vorbei. Dort findet ihr immer mal wieder auch Bonusvideos. Wir sehen uns nächste Woche. Dann grüßen wir von einer Techno-Veranstaltung aus Lüneburg. Könnt ihr schon sehr gespannt sein.
Wir lassen den Abend jetzt hier entspannt ausklingen und sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Ciao.